Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Wir machen heute einen Versuch und zwar, ihr könnt es vielleicht schon im Titel lesen, wir öffnen heute nur Hoffnungsträgerpokale und zwar im Wert von 60.000 Turnierpunkte. Aber warum ist das eigentlich so? Ich bin ja super oft live auf Twitch und alle Leute sagen mir immer wieder auf Twitch, ey Dom, ich habe aus den Hoffnungsträgerpokalen das Black Market Item gezogen oder hier auch Abracadabra oder hier Wave Rave und das, boah, das sind die besten Pokale aller Zeiten. Weiß ich nicht. Deswegen machen wir jetzt gleich den Test. Wir öffnen circa 50 Hoffnungsträgerpokale und schauen mal, was wir da so Schönes drin haben. Und wir können natürlich auch ein bisschen uptraden, hoffe ich, am Ende des Tages. Ich bin sehr, sehr gespannt. Lasst auf jeden Fall super gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn wir vielleicht mehr so diese Low-Openings machen wollen oder so. Und natürlich gerne ein Abo auf meinem Kanal da lassen, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Vielen Dank für euren Support und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Hol dir 6% Rabatt mit dem Gutscheincode ANYART bei AWARE. Egal ob Credits, Items oder Drops. Bei AWARE findest du auf jeden Fall etwas für dich. Wir checken also nach dieser Folge die Videobeschreibung. Viel Spaß. Und da wären wir, liebe Leute. Ihr könnt vielleicht hier oben auch schon sehen, wir haben eine 1 oben blinzeln. Ich habe meinen dritten Champion-Turnier-Sieg geholt. Heißt, wir haben das Abzeichen, dieses grüne Champion-Turnier-Abzeichen. Wollte ich nur mal so nebenbei sagen. Wir gehen jetzt rein und öffnen rund 50 Hoffnungsträger-Pokale. Ob ich alle auf YouTube zeigen werde, keine Ahnung, weil wir müssen auch noch uptraden am Ende. Es wird auch noch mal richtig heftig werden, glaube ich, die ganzen Uptrades. Wir fangen erstmal ganz entspannt an, so wirklich entspannt. Ganz, ganz locker, ohne viel, ne, Heckmeck und so. Erstes. Also fürs allererste Item eigentlich gar nicht so geil. Schon mal Import heißt, wir können auf jeden Fall einen exotischen Uptrade machen am Ende des Videos. Wir machen weiter, ganz entspannt. Ja, damit habe ich am ehesten gerechnet mit solchen Items. Wir machen weiter. Genau damit habe ich gerechnet. Genau damit rechne ich. Genau damit, den Bushshoot. Ganz genau, das ist es. Langsam könnte mal wieder. Ich weiß, Zähne putzen muss ich auch mal wieder. Ja, die Reifen, die Räder nehme ich gerne mit. Wir sollten jetzt eventuell mal hingehen und gucken, dass wir mal so ein bisschen mit der Nase. Die Nase gönnt ja immer so richtig hart. Dann machen wir ganz entspannt auf. Oh. Nein. Aber nochmal weitermachen. Komm mal, let's go. Ja! Dankeschön, liebe Nase. Wave Rave. Aus einem Hoffnungsträgerpokal. Also ich muss sagen, die sind wirklich gar nicht so ungeil, um ehrlich zu sein, oder? 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 Ja, die Zahnpasta, klar. Ja, Pop It. Aber können wir alles uptraden, alles uptraden, alles uptraden. Ja, das ist halt so, Banner-Sachen sind nicht so meins, ganz ehrlich. Warum, weiß ich nicht. Also, ich muss sagen, es gefällt mir bis jetzt ganz gut. Wir haben erstens haben wir richtig viele Sachen zu öffnen. Und zweitens, irgendwie macht es Spaß. Aber der Erfolg ist halt nicht so da, wenn man halt wirklich nur Schrott zieht. Vor allem ganz viel Zahnpasta, irgendwie gefühlt. Aber richtig viel Zahnpasta. Und wir haben noch richtig viele zu öffnen, ne? Boah. Also wir können... Uptrades können wir ja massenhaft machen. Wir können ja massenhaft Upgrades machen. Aber massenhaft. Aber ich denke, viele von euch haben wirklich auch nur ein paar Punkte. Sagen wir mal so, die meisten von euch bekommen vielleicht nur so um die 8000 Punkte oder so pro Turnier. Und dann ist das eben schon so ein bisschen wasted, wenn man die ausgibt und dann auf einmal nur so eine Zahnpasta bekommt in Kobaltblau, oder? Ist auch ein bisschen frustrierend irgendwie dann, oder? Also so, auf Dauer ist es schon echt nervig, immer dasselbe zu bekommen. Also ich glaube, es lohnt sich nicht, so darauf zu gehen, oder? Boah. 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 Komm, die Nase. Die Nase jetzt aber. Come on, Nase, du gönnst dir dann. Come on, gönn, gönn, gönn. Nicht Bushshoot. Nicht Zahnpasta in Pink. Come on. Ach, gönn doch. Gönn doch. Ja, in Titanweiß. Die sehen geil aus. Dieses, das Titanweiß ist nur in den Rillen drin. Kann das sein? Oh, das ist ganz gut. In TW immer gerne. Hobbit in Pink. Zahnpasta, ich kann sie nicht mehr sehen. So,
Wir können nur noch bis 19.000 öffnen. Wir haben noch ein paar. Nicht mehr allzu viele. Aber die Uptrades werden es sein am Ende, glaube ich. Die werden richtig heftig werden. Aber ich mache noch mal einmal nur Look. Ja? Ready? Das ist halt... Nein, auch das lohnt sich alles gar nicht. Nein. Nein, eins noch. Eins noch. Eins dürfen wir noch. Eins noch. Das letzte Item. Wir können auf jeden Fall einmal exotisch uptraden. Das können wir safe machen. Come on. Gönn jetzt. Gönn. Nee. Nee. Nein. Mm-mm. Also meine Empfehlung, wenn du wirklich deine Punkte hast, spar sie auf jeden Fall für die All-Star-Pokale. Da habe ich echt massenhaft Videos online auf meinem Kanal und da könnt ihr wirklich sehen, dass da immer Rambazamba, Import, Import, Import kommt. Auch mal was anderes, aber nie ungewöhnlich. Immer nur sehr selten und höher, aber das ist schon wirklich sehr, sehr low. Wir gehen trotzdem mal rein in die Uptrades und schauen mal. So, guck mal hier, wir haben hier wirklich alles drin. Wir können erstmal selten uptraden, wir haben fünfmal den Bush-Shoot. Also, ne, wir machen erstmal hier so ein bisschen und ich würde sagen, ich spule mal ein bisschen vor auf YouTube, weil das ist, glaube ich, relativ langweilig. Mit der letzten Fuhre bekommen wir da alle fünf voll. Super geil. Letztes Uptraden. Okay, also jetzt haben wir hier auch ein bisschen was. Aber ich glaube auch noch von der letzten Season ein bisschen was, ne? Ja, das könnte Tamara Fleck. Wir machen trotzdem auch mal hier die volle Bandbreite und schauen mal rein, was wir hier bekommen. Denn hier kommen jetzt schon die ersten interessanten Items auf jeden Fall. Ja, Poppet in TV wäre halt ziemlich nice. Jetzt bekommen wir einen Season-Misch. Aus der Season, aus der... Wir machen erstmal Only Season. Hab keinen Bock, dass wir jetzt Krokodil verschwenden, eine andere Season dafür bekommen können, als Uptrades. Letztes. Okay. Jetzt können wir halt Import auch ein bisschen was machen, aber Crosspiece Titanweiß behalte ich. Genauso wie Fünkchen behalte ich auch. Den alte Season erstmal nicht. Octane Vektor Schwarz behalte ich. Poppet nehme ich mit. Wundersturm, Strom lasse ich auch drin, weil TW. Machen wir das so. Wir können, glaube ich, nur eins uptraden. Aber jetzt bekommen wir auf jeden Fall Imports. Und jetzt haben wir die Chance eventuell auf die Poppet Inverted Dinger, ne? Wäre schon ganz nice. Ich müsste mal vielleicht jetzt mit der Nase machen. Come on, gönn! Oh, in lila. Aber das habe ich mir gewünscht. Aber in lila. Aber ist okay. Das wollte ich haben, das Item. Schade, wenn das jetzt TW gewesen wäre, ne? Oh, das wäre geil gewesen. Dann kommen wir jetzt zur Creme de la Creme. Wir gehen jetzt rein und öffnen jetzt endlich mal unser exotisches Item. Zweimal die Seemine. Ja, zweimal die Seemine. Ja. Poppet in Pink. Ich glaube, Pink ist noch ein bisschen lower. Und ich würde sagen, Lila können wir auch. So würde ich sagen. Und jetzt bekommen wir, liebe Damen und Herren, entweder Ballstar oder Wave Wraith. Ich habe beide schon. Ich hätte ganz gerne Ballstar in TW. Also, liebes Spiel, ich meine nur so. Wenn du gönnst, dann bitte Ballstar in TW oder Wave Wraith in... Ja, auch in TW. Ja, ne, vielleicht. Okay. Nee, 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 nee. 3, 2, 1. Oh, in lila, aber painted. Schön. Wave Wraith, painted in lila. Wir schauen es mal eben an. Ich bin gespannt, wie es aussehen wird. Und wir sehen, das ist normale Wave Wraith, schon dreimal im Inventar drin. Und wir gehen jetzt mal auf lila. Das wäre so ein schönes Item für Necor irgendwie, ne? Das wäre so eine Necor-Farbe irgendwie. Mit den lilanen Pop-Top wäre das absolut Necor. Wirklich jetzt. Wäre eine Idee, aber... Ich muss sagen, Wave Wraith passt schon ziemlich gut damit und mein Auto passt immer noch sehr gut zu Wave Wraith. Und das war es auch schon mit diesem Video. Eventuell beim nächsten Mal sogar mit den Herausforderer-Pokalen, mit den 4000er-Dingern. Vielleicht irgendwie mal gucken, ob wir da was Besseres rausbekommen. Müssten wir ja theoretisch, ist eben ein Tier höher, aber mal gucken.
Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Auf Wiedersehen und Tschüssikowski.